los, na los. Entdeckung! Herzlichen Glückwunsch, Frank. Du bist jetzt Hubschrauberpilot. Da ja mal wieder niemand mit mir feiern will, ja, dann trinke ich halt alleine. Zum Wohl. Ich wünschte doch nur, dass ich jetzt mal wenigstens schon einen Auftrag hätte, bei dem ich fliegen dürfte. Oh, ich wünschte es mir so sehr. Oh, Moment. Was kommt denn da hinten für ein gelbes Auto? Oh, okay. Das ist aber kein Taxi. Oh, jetzt bin ich ja gerade fast wieder umgekippt. Ist das ein Schulbus? Perfekt. Ich wusste doch, dass wir am Landeplatz jemanden finden werden, der uns sicher hier wegbringen wird. Los, wir steigen aus. Hallo, wir hätten eine Frage. Könnten Sie uns wohin fliegen? Ja klar, ich bin Pilot. Und was würde uns das kosten? Also, wo wollen Sie denn hin? Am besten aus dem Land raus, so... Ja, am besten so aus dem Land heraus. Ich denke mal, so 1000 Kilometer würden reichen. Was? So weit? Da müsste ich ja zwischentanken. Okay, dann mache ich für Sie ein Sparpreisangebot. 7000 Euro. Was? Nee, so viel haben wir nicht. Wie wären es mit 100? Was? Im Leben nicht. Ich regel das, kein Problem. Ich glaube, Sie fliegen uns auch kostenlos, oder nicht? Was soll denn das jetzt? Moment, Sie kommen mir doch bekannt vor. Ja, Frank, wir kennen uns. Du weißt ja ganz genau, wer ich bin. Ich bin der geheimnisvolle Dritte. Wie kommst du wieder hin? Mensch, grüß dich. Ich wurde wieder hierher geflogen. Sagen wir es einfach mal so. Und jetzt steig in den Hubschrauber. Euer geheimnisvoller Dritter. Nein. Du bist ein Verbrecher. Ich flieg dich garantiert nicht. Wie soll ich es dir sagen, Frank? Entweder du fliegst uns oder du fliegst uns nicht. Aber dann dürfen wir dich nicht übrig lassen, denn wir dürfen keine Zeugen mehr da lassen. Okay, ich flieg euch. Steigt ein. Guck, so einfach geht das. Na los, steigt ein. Wir fliegen los. Der Typ kann nichts. Ich hoffe, wir kommen heil an. Das hoffe ich auch. Und dann hat mein Plan wirklich funktioniert. Ich habe dich gerettet, Onkel. Ja, mein Neffe, ich bin wirklich stolz auf dich. Das hätte ich dir, Loser, niemals zugetraut. Ich bin doch kein Loser. Doch ein wenig schon, aber ist nicht schlimm. Na komm, steig ein. Wir hauen jetzt endgültig ab von hier. Und dann bin ich frei. Endlich. Frei? Moment. Wie ging das noch gleich? Gut, ich sitz drin. Ich auch. Na los, Frank. Schließ die Luke. Wir wollen abheben. Einen Moment, genau, Luke schließen als erstes. So, das hätten wir schon mal. Dann Motor 1 starten. Das dauert ja ewig. Na los, komm, Frank, leg einen Zahn zu. Ja, okay. Ich werde gerade ziemlich müde. Los jetzt, du kannst schlafen, wenn wir angekommen sind. Gut, Motor 2 startet auch. Alles klar, wir heben gleich ab. Die Maschine startet sofort. Einen Moment. Ja, die Rotoren beginnen sich zu drehen. Gut festhalten, ja? Wir heben jetzt ab, geheimnisvoller Dritter. Alles klar. Na los, Frank. Verdammt. Sie wollen fliehen. Frank, heb nicht ab. Frank, nicht abheben. Ich muss, Phantom. Er bedroht mich. Ah, verdammt. Oh, ich bin so müde. Okay. Dieses Mal darf ich sie nicht entkommen lassen. Feuer! Verdammt, wer schießt denn da auf uns? Er hat uns getroffen, der Tank wird leerer. Ich bin schlaffrei. Verdammt, jetzt schläft auch noch Frank. Halt dich gut fest, wir stürzen 100% ab. Das wird nicht gut enden. Oh, Frank, wach bleiben. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zentrale, Alarm. Hubschrauber abgestürzt mit Frank an Bord. Was? Und wo? Im Wald an der Hubschrauber-Landeplatz-Plattform. Was? Wie viele Leute saßen drin? Der geheimnisvolle Dritte, sein Neffe und Frank. Sofort alle Rettungskräfte hier hinschicken. Das sieht nicht gut aus. Okay, wir kommen sofort. Oh, das Benzin tritt auch noch aus. Ich hätte nicht darauf schießen sollen. Jetzt muss ich die irgendwie hier rausholen. Gut, die Luke habe ich schon mal auf. Frank, geheimnisvoller Dritter. Verdammt, keiner ist ansprechbar.
Ich muss die hier rausziehen. Jetzt komm schon, jetzt auch noch Frank. Okay, Frank, kannst du mich hören? Sehr gut, er lebt noch. Komm schon, Frank, komm schon. Oh, oh, er hatte getrunken. Das Glas lasse ich lieber verschwinden, sonst ist er seinen Job los. Das darf keiner sehen. Und jetzt rette ich mal noch seinen Neffen. Na komm schon. Oh, oh, es riecht schon nach Feuer. Das wird gleich alles explodieren. Ich muss mich beeilen. Na los, Entdeckung! Bleibt wach, los! Die Rettungswagen sind unterwegs. Perfekt, da landet ja auch schon der Rettungshubschrauber. Das ging schnell. Super, jetzt kommt auch schon der Rettungskrankenwagen. Perfekt, der Notarzt ist auch dabei. Beeilt euch, schnell, schnell! Das sieht gar nicht gut aus. Drei Schwerverletzte. Ja, wir müssen sofort die erstmal stabilisieren und dann müssen wir sie auch sofort in die Klinik bringen. Phantom, was ist hier passiert? Der Hubschrauber ist abgestürzt und danach ist er noch explodiert, als ich darauf geschossen hatte. Sind anscheinend Kugeln in den Tank gegangen und dann ist alles explodiert, aber ich habe die drei davor rausbekommen. Sehr gut. Keine Brandverletzungen? Nein? Okay, dann sind es nur Abstürze. Dann sind es nur Verletzungen von dem Absturz. Gut, sofort auch die Tragen holen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, alle drei in die Klinik zu bringen. Vielleicht könntest du auch schon mal die Polizei alarmieren, dass sie das Krankenhaus weiträumig absperren. Mach ich. Können Sie mich hören? Ansprechbar. Hier ist schon mal mein Patient, ist ansprechbar. Können Sie mich hören? Ja. Auch mein Patient ist ansprechbar. Frank, kannst du mich hören, Frank? Frank antwortet nicht mehr. Ich denke, ihm geht's am schlechtesten. Kommst du als erstes zu mir? Ich komme. Gut, dann kümmern wir uns jetzt als erstes um Frank. Robin, hier ist totales Chaos. Also, Frank scheint's am schlechtesten. Jetzt wir gehen, den hat's ordentlich erwischt. Sein Neffe und der geheimnisvolle Dritte haben beide geantwortet. Bitte sperrt schon mal alles am Krankenhaus ab. Wir werden die jetzt hier abtransportieren und sofort in die Klinik bringen. Das sieht gar nicht gut aus. Es ist zwar alles explodiert, aber ich konnte sie retten. Okay, sehr gut, Phantom. Ja, wir sperren alles ab und dann könnt ihr sofort kommen. Das Ärzteteam ist auch schon in Bereitschaft. Bringt sie so schnell ihr könnt hier hin und dann kümmern wir uns um sie. Wir haben alles abgesperrt. Okay, sehr gut. Der Neff ist für den Flug vorbereitet. Wir können ihn eigentlich schon mal abtransportieren. Wie sieht's da hinten aus? Ja, der geheimnisvolle Dritte kann sich sogar aufsetzen. Ja, den können wir dann auch so mit abtransportieren. Ich glaube, mein Rücken tut zwar ziemlich weh, das war ein ganz schöner Schock, aber ich verschwinde. Du bleibst hier. Du kommst mit ans Krankenhaus, du wirst durchgecheckt. Verdammt, Phantom ist ja auch noch da. Ohne mich wärst du jetzt tot. Ich weiß, danke Phantom. Und deshalb machst du jetzt, was ich sage. Okay, 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 ist in Ordnung. Ich werde das tun, was du sagst. Für Frank sieht's leider gar nicht so gut aus. Wir sollten uns beeilen, sein Zustand verschlechtert sich mit jeder Minute. Okay, dann Frank in den Hubschrauber, den Neffen in den Krankenwagen und Phantom auch mit dem geheimnisvollen Dritten in den Krankenwagen und dann alle in die Klinik, sofort. Keine Zeit mehr verlieren. Okay, dann nichts wie los. Hoffentlich wird er das überstehen. Ich hoffe es einfach nur so sehr. Das sieht einfach gar nicht gut aus. Ich werde euch jetzt begleiten. Tür schließen, wir fahren ins Krankenhaus. Und Abfahrt. Ja, Frank ist eingeladen. Dann schließen wir alles und fliegen sofort los. Ab in die Klinik, keine Zeit mehr zu verlieren. Frank, du musst das überleben. Du schaffst das. Bereit machen. Wir starten. Wir fliegen los. Auf zur Klinik. Wie sieht's aus, Robin? Sie sind auf dem Weg hierhin. Sie sind auf dem Weg hierhin. Warum habe ich eigentlich immer noch das iPad dabei? Ja, egal. Ich bring's nachher wieder weg. Okay, wir sind soweit auch fertig. Alles abgeschlossen. Ja, die Klinik ist gut bewacht. Jungs, der geheimnisvolle Dritte ist wieder bei Bewusstsein. Wir müssen ihn auf jeden Fall gut absichern. Werden wir machen, Robin. Ja, werden wir machen. Alles sicher hier soweit. Das Krankenhaus ist umstellt. Hier wird niemand abhauen, das ist sicher. Ja, hier wird niemand abhauen. Oh Mann, da kriegen wir anscheinend wieder ganz kriminellen Besuch. Und einen Polizisten, der extrem schwer verletzt ist. OP ist bereit gemacht worden, wir sind auf alles vorbereitet. Jetzt hoffen wir mal das Beste und gehen vom Schlimmsten aus. Gut, da vorne kommen sie auch schon. Den Hubschrauber kann man schon hören, die Sirenen auch schon. Sie werden gleich hier sein. Alle auf Position, alle auf Position. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Die Ärztin sieht ziemlich geschockt aus. Hoffentlich überlebt das Frank. Aber man muss mal wieder sagen, ohne Phantom wäre das Ganze in einer Tragödie geendet. Eine Riesenexplosion. Hätte das doch nur jemand vorhersehen können. Ja, hätte das doch nur jemand mal vorhersehen können.